Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Mein Name ist Sirius und jetzt gibt's den neuesten Part vom Let's Play von The Last of Us. Im letzten Part haben wir Ellie kennengelernt und ein ganz klein wenig was über ihre Geschichte gehört. Und ich bin ganz einfach heute gespannt, wie es weitergeht und wünsche euch wie immer viel Spaß beim Gameplay. Auf mein Signal laufen. Lauf! Was denn? Ach, noch weiter? Scheiße. Bleib von dem Licht weg. Ellie, wir müssen nochmal laufen. Bereit? Ja. Wir haben alles im Griff, würde ich sagen. Überall. Verdammt, da. Ich sehe sie. Ich sehe sie gar nicht. Wo? Durchgekommen sein. Check die Gräben. Ach da, okay. Bleib zurück. Ich kann da uns nicht sehen. Sind die wirklich hier lang gekommen? Das ist unser Auftrag. Also weitersuchen. Unten bleiben, sonst sehen sie dich. Na los, Kleine. Bleib bei Joel. Okay, wo geht's her? Hierher? Ins Licht ist, glaube ich, nicht so eine gute Idee, oder? Aber ist das unser Weg? So, und bleiben sonst sehen sie dich. Na los, Kleine. Bleib bei Joel. Okay, wo geht's jetzt her? Ich fürchte, wenn wir da rausgehen, dann sieht uns der Typ ja auf jeden Fall, oder? Wo ist der andere? Der guckt nach da. Der guckt nach da. Ey Mädels, das ist hier eine scheiß Idee. Aber den abzuknallen bringt wahrscheinlich nur Ärger, oder? Haben wir noch irgendwas zu werfen? Nein, natürlich nicht. Und ich habe 3 scheiß verdammte Kugeln. So, ich sollte mal in meinen Rucksack gucken, war der Tipp von den letzten Leuten. Oder aus den letzten Videokommentaren. Und ich könnte eine Klinge herstellen, oder was? Artefakte, Flyanhänger. Ne, mir fehlt einfach noch irgendwas, um eine Klinge herzustellen. Sehe ich doch richtig, oder? Ja, verlassen wir das Menü mal wieder. Los, geh aus Menü. Wo ist der richtige Knopf? Da. Ja, schnell, Mädel. Wir kriegen hier auf jeden Fall auf die Hucke, wenn wir hier rausgehen. Schleichen mal hier so rum. Oh Mann, unter dem. Boah, Schwein gehabt. Ich muss jetzt auch gestehen, das war der zweite Anlauf. Vielleicht habt ihr es gemerkt, dass ich das da vorne zusammengeschnitten habe. Denn ich bin zuerst links an der Mauer vorbeigegangen und das war ein absoluter Fuckversuch. Da bin ich sofort gesehen worden. Hier ist so eine Scheißröhre. Ah, die verbindet nur die Gänge miteinander. Ist, glaube ich, nicht so gut. Der Typ da hinten macht mir Sorgen. Siehst du irgendwas? Alles klar hier. Und wie ist da vorne? Ja, hier ist es einfach so weit, so gut. Okay. Vielleicht reicht der Lichtkegel nicht bis hier runter. Sieht ein bisschen so aus, als würden die nicht in die Richtung gucken. Mann, verdammt knapp. Wow, ey. So, Mädels, wo jetzt her? Hier oder was? Hey, du bist ja schon hier. Ich kann welche hören. Scheiße, da hinten. Kommen wir hier irgendwo durch? Nee, natürlich nicht. Toll. Moment. Mist, runter.
Ah, scheiße. Die reagieren jetzt nicht unbedingt nochmal, oder? Kann man nicht von Deckung zu Deckung switchen oder sowas? Ich meine, der Typ hält ja jetzt genau hier drauf. Nicht der beste Schütze? Ja, lad ruhig noch. Boah, das ist so bekloppt. Wie wär's mal mit Nachladen, du Penner? Muss der nicht nachladen? Toll, zwei Titel reichen natürlich nicht. Ach, meine Güte. Da schieße ich dem zweimal den Kopf und nix. Irgendjemand vielleicht eine Idee, was sie jetzt machen soll? Ich habe weder eine Waffe noch eine Munition. Eigentlich muss man das Spiel an diesem Stellen, an diesem Punkt neu starten, würde ich sagen. Also ihr habt hier immer die Möglichkeit, das Ereignis neu zu starten hier und dann das Ganze nochmal anzugehen. Das ist zwar ziemlich bekloppt, aber ich mache das jetzt einfach mal. Ja, bitte neu starten. Gucken, wo wir da rausgeworfen werden. Hier, okay. Dann versuchen wir das halt noch einmal. So, also. Absolute Vorsicht ist geboten. Kein Schritt zu viel. Am besten keine Kugel. Am besten nicht schießen, würde ich sagen. Also alles, was mit Schießen zu tun hat, ist irgendwie voll für den Arsch. Welche hören? Moment. Mist, runter. Okay, jetzt bin ich schon mal hier. Okay, wir wurden weder gesehen noch gehört. Wo muss ich... Muss ich da hoch? Könnte sein. Ja, okay. Also wirklich, die beste Lösung scheint zu sein, wenn man sich mal dämlich angestellt hat oder wenn man gesehen wurde, sag ich jetzt einfach, anstatt das ganze Spiel dann irgendwie ohne Munition oder mit irgendwelchen Fails oder irgendwas weiterzuspielen, würde ich einfach vorschlagen, dann an eurer Stelle einfach nochmal den Menüpunkt neu laden. Eventuell mache ich das auch im Let's Play, dann würde ich euch das aber herausschneiden. Ich denke, das wäre die beste Lösung. Aber da könnt ihr gerne mal eure Meinung in die Videokommentare zu posten. Ob man die Fails mit drin lassen soll oder ob man die eventuell entfernt. Hier können wir durch. Okay, weiter geht's. Hier durch. Okay, wir gehen mal flott hier hinter den Panzer. Die sind ja noch weit weg. Und dann auch noch hier außen. Was ist in der Schublade drin? Toll, gar nichts. Oh Mist. Sie sind hier bei uns. Versuch sie abzulenken. Da sind mehr Lichter. Mist. Ich sehe die. Warum geht der Typ nicht da außen, wenn ich da den scheiß Ziegelstein geworfen habe? Schnauze, Schnauze, du Penner! Gib mir deine scheiß Knarre und deine Munition. Wieso haben die nie Munition dabei, wenn die vorher mit einer Knarre da rumlaufen? Ey, das finde ich so zum Kotzen. Das war knapp. Das war nicht knapp, ich habe alles im Griff. Obwohl der Typ da auf uns zukommt, das ist nicht so gut. Und ich habe keinen Ziegelstein mehr, um den abzulenken. Los, Mann, geh in eine andere Richtung.
So, lass mich raten, du hast auch keine Kugeln dabei, oder? Ich wette, du hast auch keine Kugeln dabei. Dankeschön. Da hoch. Wo sind die jetzt hin? Da. Hier auch irgendwelche Leute? Oh, scheiße! Ach, der Typ da oben. Komm, wir sind schon längst weg. Wir sind gar nicht mehr da. Komm, Mädels, wir sind schon weg. Wir sind gar nicht mehr hier. Kann man nicht einfach mal fliehen, oder was? Ja, komm, man kann auch einfach fliehen. Er springt da runter, Mensch. Haben die Mädels es geschafft? Laufen die NPCs automatisch hinterher? Ja, das ist sie. Okay, komm, komm, komm. Wo ist Ellie? Mann, wo ist Ellie? Ist Ellie da? Ja, okay. Ja, sieht gut aus. Okay, sieht gut aus. Bleib hier. Gesehen worden, aber einfach weggelaufen. Wenigstens regnet es hier nicht. Okay. Irgendwas, was wir gebrauchen können. Was zum Werfen, Ablenken. Baseballschläger, Schippe, Axt. Hier, Schippe. Kann man leider nicht nehmen. Gehen wir aus dem Weg. Oh Mann, oh Mann. Das ist wirklich kein leichtes Game, muss ich euch sagen. Also man hat doch häufiger damit zu tun. Durchpassen. Ja, da passen wir bestimmt durch. Man hat doch häufiger mal zu tun, damit irgendwie den gescheiten Lösungsweg zu finden. Also da durchzukommen, ohne riesige Aufmerksamkeiten zu erregen. Oder geht das nur mir so? Komm, hört auf, ey. Als wenn das einer von euch direkt auf Anhieb perfekt spielen würde. Mist, Mist. Noch mehr Soldaten. Ich glaube, sie sehen uns nicht. Wir haben gesagt, Verfolgung abbrechen. Im Dunkeln. Okay, ist noch einer zu sehen? Nee. Bleibt im Dunkeln und die stehen so mitten auf der Straße. Oh Mann. Da macht man sich hier zum Schleichklauen, während die Mädels einfach im Licht stehen. So, vermutlich geht's da lang, aber wir checken mal eben hier die ein oder andere Ecke. Ich glaube, da links in dem Raum könnte was gewesen sein. Ja, Logo. Hier, was ist hier? Türen können wir auch öffnen. Aber ist nichts drin. Ist es sicher? Nein. Sie sind noch da. Wir verschnaufen jetzt ganz kurz. Ey, Bürostuhl, geh aus dem Weg. Sieh nach, ob hier irgendwas Brauchbares ist. Ja, ich sehe hier schon was. Ich glaube, das ist Werkzeug. So, jetzt müsste ich normalerweise irgendwas bauen können. Ich gucke aber erstmal noch, ob ich hier noch irgendwas anderes sehe. Ah, okay. Scheren und Munition, 2 Schuss. Dankeschön. So, wie war das jetzt? Select-Taste drücken. Halte X, um ein Messer herzustellen. Stelle ein. Wo ist X? Achso, ich kann... Ach doch, ich kann doch schon mehrere Messer herstellen, okay? Noch eins? Ah ne, mir fehlt Band. Wofür habe ich das ganze Zeug jetzt eingesammelt? Okay, lassen wir das mal. Immerhin haben wir schon wieder ein Messer dabei. Tess, hier lang, durch das Rohr. Ich glaube, wir kommen hier durch. Bleib dich dran, Ellie. Okay. Wow. Warte, warte. Gut. Sammeln, sie rufen uns zurück. Zurück zum Wald. Ihr habt's gehört. Aufladen, los geht's, na los! Weiter. Puh, knapp. Okay, sie sind weg. So,
Was war der Plan? Angenommen, wir bringen dich zu den Fireflies. Was dann? Marlene, sie sagte, sie hätten dort eine Quarantänezone. Mit Ärzten, die immer noch ein Heilmittel suchen. Ja, kommt uns bekannt vor, Tess. Und das, was mit mir passiert ist, der Schlüssel zu einem Impfstoff ist. Oh, Himmel. Das hat sie gesagt. Oh, bestimmt hat sie das. Hey, verdammt, Mann! Ich wollte das hier nicht! Ich auch nicht. Tess, was zur Hölle machen wir hier? Ist, wenn's stimmt. Ich glaub's an... Was dann, Joel? Wir haben es so weit geschafft. Bringen wir's zu Ende. Muss ich dich dran erinnern, was da draußen ist? Ich verstehe. Wow, also so diese Zwischensequenzen sind echt die besten, oder? Wenn wir durchs Zentrum gehen, sind wir bei Sonnenaufgang beim Rathaus. Ach, guck mal, das ist die Szene, die wir aus der Demo kennen. Das bedeutet, wir werden nachher den ersten Klickern begegnen. Wieso kann ich nicht darüber? So. Danke, PlayStation Pad, falscher Button. Erstmal eine Runde duschen. Ach, guck mal, das Wasser prallt sogar ab. Nette kleine Details. Meine Güte. So sehen die Häuser also vom Nahen aus. Wir sind ein bisschen umgekippt. Groß. Was ist hier passiert? Die Bereiche um die Quarantäne zu sehen. Hat geklappt. Kurze Zeit. Ich bin ja echt immer noch gespannt drauf, ob man auf einmal hier so in so eine Ecke geht und dann irgendwie so eine Munitionskiste findet und eine MG und eine RPG und so, aber ich glaube, das ist mehr so Wunschdenken von mir. Es bleibt alles relativ linear und auch relativ knapp, ja, mit Munition und sowas. Also man findet doch nicht so viel in den Ecken, wie ich das zunächst gedacht hätte. Danke, dass ihr auf mich gewartet habt. Was war das jetzt? Tess, hörst du das? Ja, klang aber, als wär's weit weg. Mist. Sind wir sicher? Vorerst. Na los. Was denn da runter? Schön tief. Da drüben ist das Rathaus. Ja, wir müssen da irgendwie durch. Das hier soll das Stadtzentrum sein? War es. Jetzt ist es nur noch Brachland. So, Mädels, und ich würde sagen, an dieser Stelle auf unserem Weg zum Rathaus, was da drüben liegt, verabschiede ich mich mit Ellie aus dem heutigen Let's Play von The Last of Us. Ich hoffe, die Folge hat euch ein ganz klein bisschen gefallen. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten, weil ich halt mehrmals draufgegangen bin, so ein bisschen blödsinnig, weil ich so ein bisschen so Try and Error hatte, wo ich ausprobieren musste, was ist einfach der beste Lösungsweg. Ich sag auf jeden Fall recht herzlichen Dank, dass ihr bei mir zugeschaut habt. Finde ich super. und daher sehen wir uns hoffentlich auch im nächsten Part von The Last of Us wieder. Bis dahin sage ich einfach nur noch, haut rein.